Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Drakensang. Vorax. Ja, macht mal ein bisschen Licht. Wir sind in der letzten Aufnahmesession in die alte Erzmine von Talon gegangen. Zum einen, um hier um hier ein Artefakt zu bergen, mit dem wir in den Zwergenturm kommen. Zum anderen, um Riesenspinnen zu töten. Bei meiner Axt. Ja, das bin ich. Vor allem nervige Riesenspinnen. So, die große Riesenspinne ist mal tot. Die anderen leuchten durch den Flimflam-Funkel jetzt ein bisschen komisch. Also ja, bevor ich jetzt gerade durch die Spinne abgelenkt worden bin, wir wollen hier ja auch eine Leiche bergen, die der Priesterin. So, mal gucken, jetzt wo das Feuermoos ist, an dem hätte ich nämlich auch noch Interesse. Da ist es. Ja. Feuermoos ist nämlich dadurch, dass es eigentlich so selten ist, ziemlich wertvoll. Hier oben geht's nirgends lang. Hier geht's, glaube ich, auch nicht durch. Hier geht's durch. Okay. Hier ist eine Abzweigung. Wo habe ich jetzt gerade eigentlich die Riesenspinnen getötet? Hier. Das heißt, hier ist noch eine Abzweigung. Da geht's lang. Sanya. Also machen wir mal etwas größer und schieben es etwas höher. Also wir können da lang oder wir können da lang. Ich gehe erstmal hier lang. Hi. Vorgriff, Befreiungsschlag. Du hast schon wieder keine Munition mehr. Wie viel hast du noch? 8 Pfeile, okay. Ich wollte eigentlich nicht, dass du plünderst. Ich wollte, dass du schießt. Oder einfach einen Fulminictus benutzt. Sanya.
So, die Giftdrüsen und so, die lasse ich mir nicht entgehen. So, eine noch. Hier entlang. Gut. Hier ist nichts drin. Hier war nur Spielis. Hier sieht es interessant aus mit den Glühwürmchen. Und hier ist eine Sackgasse. Oh, aber hier ist Schutt. Ja, bringe die... Finde Hesperias Gebeine. Ich habe die Gebeine der Geweihten gefunden. Sie wurden offensichtlich in großer Eile verscharrt. Bringe die Gebeine nach Brennzeit. Zeit, die Gebeine nach Brennzeit zu bringen, damit sie endlich bestattet werden können. Also war schon mal eine gute Idee, erst bei den Spinnen lang zu gehen. Weil hier geht es jetzt nicht weiter. Ja, das wird halt wieder lustig, dass wir dann wieder uns mit Untoten rumschlagen müssen. Außer es gibt keine mehr, weil wir den Nekromanten ins Totenreich geschickt haben. Wäre praktisch. Also ja, ein neuer Flieflamfunkel, bitte. Der hebt ja ein paar Minuten zum Glück. Wieder eine Horde Minispinnen. Jetzt muss hier gefackelt werden. Wenn da ist nämlich Eimer. So vielen Spinnen habe ich jetzt hier nicht gerechnet. Alles klar. Die sind jetzt zum Glück aber wenigstens alle auf Vorgriff und nicht scharf, die noch leben. So.
Ja. Gwenda, da kann sich jetzt selber verarzten. Sanya. Saranar Ayorla. Und sich noch einen Balsam verpassen. So. Jetzt haben wir hier viel zu tun. So geht das schneller, wenn ich einfach auf alles nehmen klicke. Also das war jetzt echt eine Horde an Spinnen, ey. Da ist noch eine. So. Quicksave machen und weiter geht's. Dann gehen wir erstmal hier ab. Da unten brennt's. Und hier ist eine Tür. Das ist schon mal interessant. Was gibt es hier zu sammeln? Noch mehr Feuermoos. Wo ist das Feuermoos? Außer natürlich, das ist eine Kreuzung über uns oder so. Auf jeden Fall lassen wir die Tür erstmal zu und gucken, wo der andere Weg hinführt. Weil die Tür könnte bedeuten, dass da... Spinnen kommen. Warum sind das schon wieder so viele, ey? Ich versuche mein Bestes. Sprich. So, noch eine und dann ist das wieder. Ich finde es interessant, dass es hier brennt.
Also ja, es ist schon eine Weile her, dass ich das Spiel gespielt habe und in dieser Mine war. Deswegen erinnere ich mich nicht mehr an alle Details, aber dass es hier einfach mal so random brennt. Habe ich jetzt so nicht mehr in Erinnerung. Na klar, Thorax, ja.